Meine erste richtig geile MacGyver-Aktion hier. Ich habe... Moinsen und herzlich willkommen zurück zu Occupy Mars. Das Spiel, in dem eine inkompetente Weltraumorganisation maximal inkompetente Sachen bei der Kolonisierung des Mars tut. Zum Beispiel die Raketen viel zu nah in der Base starten lassen. Und wenn was schief geht, geht die ganze Base über den Jordan. Diese ganze Mission wurde von deutschen Beamten geplant oder von deutschen Politikern. So effektiv, wie das hier alles läuft. So, ich mache jetzt hier mal auf. Ich öffne jetzt mal. Ich will mal rausgehen jetzt. Wir sind hier nämlich jetzt notgelandet nach einem schrecklichen Notfall. Genau, Information. Wer ist die? Ach, jetzt wird mir gesagt, wie ich steuern kann. Dankeschön. Vielleicht nochmal so zur Erinnerung, falls ich es in der Hektik der Flucht in der letzten Sequenz vergessen haben sollte, wie ich WASD benutze. Genau. Mensch, Mensch, Mensch. Wenn ihr das hier übrigens feiert, dass wir uns Occupy Mars reinziehen, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Da hinten steht irgendwas, guckt mal. Ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet, dass ich hier völlig eskaliere auf Mars. Und ihr könnt natürlich auch gerne die Playlist anschauen, so es denn eine gibt. Wenn genug Episoden zusammengekommen sind, wird es eine geben. Ist immer am Anfang des Videos rechts oben in der Ecke verlinkt. Am Ende ist sie auch nochmal verlinkt. Der Elon Musk Simulator. Nee, der Elon würde das wahrscheinlich alles besser hinkriegen, glaube ich. Ist ja der Robert Habeck Simulator hier. Ist hier einfach mal das Hebelchen. Irgendwas stimmt nicht. Der hat schon wieder irgendwie geatmet hier. Genau, mach hinter mir zu und dann mach mal hier auf, hier vorne. Was ist das hier für eine Basis? Wo sind wir denn jetzt hier? Was ist denn das? Das ist jetzt aber nicht die, wo ich gerade rausgeflohen bin. Nee, die sieht noch zu sauber aus und zu intakt dafür. Überleben, erkunden, extrahieren, bauen. Sorge für Wasser, Sauerstoff und Nahrung. Überprüfen Sie das Tablet. Das Tablet auf Anleitung. Aufgaben. Ein paar Tage. Achso, muss ich hochscrollen. Die Rettungskapsel ist nur kurzfristig für größtes Überleben ausgelegt. Die Schließfächer enthalten grundlegende Baumaterialien. Ah, okay, guter Hinweis. Und Nahrungsmittelrationen für ein paar Tage. Es wird empfohlen, einen Brunnen für Wasser und ein Solarpanel für das Aufladen des Raumanzugs zu bauen. Notfallzugang zu Technologien, die über ihr Erfahrungslevel hinausgehen, vorübergehend gewährt. Die sagen immer noch, ich bin zu doof dafür, um irgendwas zu machen. Aber jetzt haben sie es mir mal kurzfristig gestattet, weil es eine Notlage ist. Da lassen wir doofe Leute auch mal was bauen. Holen Sie die erforderlichen Genehmigungen ein und bestätigen Sie dies über den Technologietab so schnell wie möglich. Das Lesen eines FAQ ist obligatorisch. ERA übernimmt keine Haftung für Verletzung oder Tod. Klagen werden nicht akzeptiert. Ja, das ist auch kein Wunder, dass das nicht akzeptiert wird. So wie die Station aufgebaut ist und überhaupt die ganze Mission, da wundert mich gar nichts. Und was soll das hier sein? Das ist hier auch irgendwie ganz toll. Warte mal, geh mal raus hier jetzt und mach mal, genau, mach mal Entwürfe. Was haben wir denn da jetzt schon? Elektrizität, guck mal. Was war Solarpanel und Brunnen? Was brauche ich denn da? Kleines Rohr, Aluminiumplatte, Stahlplatte, Solarzelle, kleiner Motor, Packung, Schrauben, Elektronik. Bestimmt muss ich hier diese Station noch ausschlachten irgendwann. Kann man hier eigentlich aus diesen Behältern irgendwas nehmen? Nee, ne? Was ist das hier? Verarbeitete... Ja, nice. Ich habe immerhin schon mal Lebensmittel gefunden. Das kann man schon mal, ne? Ich muss ja auch was essen, oder? Hättest du auch gleich einstecken können hier. Einstecken mit E. Warte hier. Sei jetzt umständlich hier. Ich esse jetzt die vergammelten Lebensmittel. Das ist bestimmt eine gute Idee. Guck mal. Da habe ich immerhin schon mal mich enthungert, habe ich mich. Was? Das Asus-Logo ist der Hammer. Wo war denn jetzt das Asus-Logo? Habe ich gar nicht gesehen. Ach, hier, guck mal, hier geht's wieder raus. Das ist die Rückseite hier. Ist das hier nicht schon so ein H2O-Wasser? Das ist doch hier so ein Brunnen. Der Mars hat Grundwasser? Ich dachte, die müssen Eis schmelzen auf dem Mars, um an Wasser zu kommen. Öffnen. Warte mal, hier kann man was öffnen. Was ist das? Ah, ein First Aid Kit. Alles klar. Lass ich mal da drin. Das Auge auf dem Tablet ist das Asus-Logo. Ach, das ist das Asus-Logo? Echt? Ja, nicht auf jeden Fall, siehst du? Ja, ihr habt gesagt, ich soll mal in die Kapsel, in die Behälter gucken. Da soll noch irgendwas Wichtiges drin sein. Da hinten habe ich auch irgendwas gesehen am Horizont auf dem Hügel. Das sah aus wie ein... Vom Weiten sieht es aus wie ein Solarpanel irgendwie. Da drüben irgendwie. Da ist auch irgendwas. Da müssen wir mal auch hin. Das scheint aber sehr weit weg zu sein. Da hinten ist noch eine Base.
Der Mars ist ja schon ganz schön durchkolonisiert, wenn ich mir das so angucke. Sauerstoff, ja. Muss ich halt hier auftanken, meinen Anzug. Kann ich hier immer noch machen. Jetzt muss ich erstmal schauen, warte mal. Was brauche ich jetzt nochmal? Kann man sich die Sachen irgendwie anpinnen irgendwie? Ah ja, okay, kann man. Sehr gut, das ist schon mal gut. So, und jetzt soll ich hier oben reingucken. Genau. Ah, Essen. Solarpaneele. Elektronik. Fugenmörtel. Ich musste erst gucken, was ist Fugenmörtel? Nichts. Hm. Was ist das? Kleiner Motor. Aluminiumplatte. Und was ist das? Ein Rohr. Kleines Rohr. Pass auf, dann nehme ich jetzt alles rein, was nicht bei 3 auf dem Baum ist. Und dann natürlich auch gleich erstmal hier den Schweißbrenner noch nehmen. New Item, genau. Steck den mal auch. Nein! Nicht dabei, nicht. Jetzt erstmal das Raumschiff aufschweißen. Nein, 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 nein. Du sollst es wegstecken, genau. So, jetzt haben wir alles und jetzt gucken wir mal. Das muss doch jetzt eigentlich hier gehen, oder? Dings rein und dann einen Entwurf. So, und jetzt hier den Brunnen. Guck mal, wenn er grün ist, dann müsste doch eigentlich das auch laufen, oder nicht? Guck mal, sieht doch gut aus. Hervorragend. Sehr gut. Und zackeldibab. Und nun, der läuft jetzt schon, oder? Der läuft halt auch nur tagsüber wahrscheinlich, ne? Wasseranzug aufladen. Wie? Es gibt kein Wasser mehr. Ist hier überhaupt Wasser? Das ist schon wieder eine gute Frage. Ich meine, ja gut, hier sind überall diese Pumpen. Brunnen, Wasser, gespeichert 0. Produktion 0. Energie geliefert 5. Verwendung 5. Hol den Scanner aus der Kapsel, da gibt's kein Wasser. Ich hätte es vielleicht dahin bauen sollen, oder? Spektraldetektor? Was ist das Ding? Ah, Wassererkennung im Gange. Ach, da drüben oder was? Ja, schön. Nee, nicht weglegen. Wieder in die Hand nehmen. Da hinten hätte ich das bauen sollen oder was? Nimm die Flex und baue ab. Okay. Einfach mal reinflexen, okay. Warte, die Flex ist das hier. Jetzt wird mal ordentlich geflext. Ist es das? Ja, ist okay. Sieht aus wie eine Flex. Okay, dann flexen wir mal so richtig. Flexen als Influencer kann ich. Mit allen möglichen Sachen kann ich flexen. Mit meiner Schönheit, mit meiner Intelligenz. Schön weggeflext. Guckt euch das an. So, jetzt rennen wir dahin, wo das angezeigt wurde. Meine Hydratisierung sieht nicht mehr so gut aus. Wie schnell geht's denn? Ja, es piept schon. Wie schnell geht das denn mit dem Sterben eigentlich? Wir müssen uns auch beeilen. Bald ist die Sonne weg. Dann ist keine Energie mehr am Start. Guck mal, das sieht hier auch anders aus, das Gelände. Okay, jetzt schnell, schnell, schnell. Ja, ist ja gut jetzt. Mach mal keinen Stress hier, bitte. Ist schon stressig genug. So, nimm den Schniepel raus hier und penübel dir das jetzt. Das ist Flex, sondern ein Trennschleifer. Ja, dann von mir aus, was weiß denn ich? Du solltest eine Ersatzflasche haben. Kann ich nicht einfach aus dem Sturz trinken? Warte, läuft das Ding jetzt auch? Oder läuft das schon wieder nicht? Warte. Leg mal das Ding weg. Ah, jetzt läuft's. Nice. Okay, warte, 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 warte. Ich brauche jetzt eine Flasche oder was? Was habe ich denn im Inventar eigentlich? Ach ja, da tatsächlich. Warte mal, die kann ich doch gleich trinken, oder nicht? Nee, das ist das, was... Ah, ich weiß es. Ja, okay, ich weiß, wie es geht. Alles klar, ich hab's verstanden, ich hab's verstanden. Also die Leiste repräsentiert da rechts unten nicht meinen Durst, sondern den Anteil des Wassers im Anzug. So muss man das lesen. Jetzt verstehe ich das. Alles klar. Ja, 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 hab's verstanden, hab's verstanden. So, warte jetzt hier. Wasserflasche füllen. Wie, keine Wasserflasche zum Füllen? Aber voll. Oder muss ich die erst irgendwo reinstecken hier wieder? Oh Goddammit, ist das wieder umständlich. Muss ich die erst da irgendwo reinstecken, damit die aufgefüllt wird? Wasseranzug aufladen. Wasser aufgefüllt. Ah ja, ich hab's, ich hab's. Ich muss doch einfach nur... Siehst du, muss einfach nur da draus trinken. Alles gut. Boah, dammit, ey. Okay, wir haben's, wir haben's, wir haben's, wir haben's. So, da Wasser haben wir schon... Das habe ich schon mal die erste Hürde genommen, ohne zu sterben. War zwar kurz davor, aber immerhin. Was hat er gesagt? Solarpaneele soll ich aufbauen, oder nicht? Für Strom? Ich glaube, ja. Weiß nicht, vielleicht sollte ich das alles so ein bisschen auf einen Haufen bauen. Ich habe keine Ahnung. Drehen kann ich mit den Pfeiltasten, wurde gesagt. Ah, okay, tatsächlich, ja. Er wollte ja, dass ich eins baue. Wow, wow, wow. Na dann.
Solarpanel. Alles in der Nähe muss der auch Kabel und Rohre verlegen. So, okay, da haben wir immerhin noch die letzten Sonnenstrahlen, die wir noch einfangen können. Kann ich mich hier eigentlich jetzt aufladen? Buchse öffnen. Da brauche ich ein Kabel, oder? Warte mal, wie sieht es denn eigentlich aus? Meine Anzugbatterie sieht schon ziemlich leer aus, oder? Wie lade ich mich denn auf? Mal so blöd gefragt. Muss ich da... Ja, da oben steht es schon. Stromnotfall. Jetzt mal bitte keinen Stress hier. Moment, da war doch ein Kabel, oder nicht? Hier, genau. Kabel. So, kann ich mich jetzt da dran anschließen? Finger in die Dose halten. Kabel hast du auf 1 und 2. Oh, ich hab's weggeschmissen. Warte mal. Nee, nimm das nochmal. Und, oh Mann! Nein, jetzt liegt das da rum. Ah, okay, gut. Ich hab's. Hab ich's in der Hand? Ja. So, und jetzt muss ich mich selber da dran pinübeln, oder was? Man kann auch die Kapsel mit Solarstrom versorgen. Wie? Solange ist mein Kabel aber nicht. Oder? Oder ist es so ein Unendlichkeitskabel? Warte mal, doch, das kann sogar sein. Guck mal, ich kann das Kabel so lang ziehen, wie ich will. Das ist so ein besonderes Material, so ein Dehnungskabel ist es. Ist doch schön. Guck, es geht immer noch hier. Ich kann da richtige Figuren damit legen. Das ist ja der Wahnsinn. Irgendwie... Warte. So, wo jetzt hier rein? Warte, wo ist denn hier der Stutzen? Da, oder? Nee, Moment. Das ist was anderes. Ja, aber außen bei einer Raumkapsel ein Stromstecker? Ah ja, okay. Offensichtlich ist es so. Okay, wir haben Strom. Zumindest für ein paar Sekunden. So, wie mache ich mich jetzt? Wie lade ich mich jetzt auf? Na, wenn ich jetzt schlafe und dann mein Strom alle ist, ist das auch so, dass ich während des Schlafens den Strom wieder auflade? Nicht, dass ich jetzt hier mich auflade oder denke, ich werde aufgeladen, dann wäre ich gar nicht aufgeladen. Da stand doch was, blaue Dose für Aufladen. Wo ist denn die blaue Dose? Was ist denn hier eine blaue Dose? Hier drin oder wo jetzt? An der Solarzelle, Stecker weg. Ziemlich nahe Steckdose anschauen. Vorher Stecker weg. Ach, toll. Das ist umständlich. Das haben sie mir alles nicht erklärt, die komischen Leute da mit ihren Tutorials und Anleitungen da. Da aktuell verbuggt, musste tagsüber direkt zu einer Solarzelle und aufladen. Tagsüber, toll. Also kann ich es knicken. Dann rein, schnell wieder in die Kapsel. Wer weiß, was passiert, wenn der Strom weg ist. Fällt bestimmt die Temperatur. Guck mal, minus 13 Grad ist bestimmt nicht so angenehm. Der ist schon auch am Atmen hier irgendwie gerade. Geh mal rein. Toll, jetzt hat die Kapsel aber auch keine Energie. Jetzt habe ich das aufgemacht hier. Naja, egal. Dann erfriere ich halt beim Schlafen. Ah, nee, 21 Grad. Okay. Angenehme 21 Grad. Weißt du was? Dann schlafen wir jetzt einfach mal. Bis die Sonne aufgeht. Wann geht die Sonne auf? Gegen 5 oder so. Schlaf. Mal gucken. Ich habe nicht genug Wasser, um so viele Stunden schlafen zu können. Dein Ernst? Ist das dein Ernst, Mann? Ah. Ich habe nicht so viel Wasser. War hier nicht auch irgendwie Wasser in der Kapsel? Ich habe keine Ahnung. Irgendwas war doch, hat er doch gesagt. Ach, keine Ahnung. Iss mal was wenigstens. Stirbst du wenigstens nicht an Hunger. Kann er nicht hier einfach aus der Flasche trinken? Er hat doch Wasser dabei. Verstehe ich nicht. Ist irgendwie sinnlos. Warte mal. Iss mal was. So. Das geht im Sitzen nur maximal 8 Stunden. Na toll, warte. Hä, aber das sind doch... Achso, nee. Warte mal, das sind dann bis 4 kann ich dann schlafen oder was? Dann schlafe er bis 3, meine Güte, nochmal. Gibt's da keine Fritz-Cola? Warning. Aber der Zeitraffer-Effekt ist ganz cool gemacht. Oder Helm absetzen. Vor allem draußen, genau. Das ist immer eine gute Idee. Erwartet da signifikanter Temperaturabfall in einer Stunde.
Ja, dann kann ich nicht rausgehen. Dann kann ich's vergessen. Wie sieht's denn aus mit Hydratisierung? Aber ist doch noch gar nicht so weit nach unten gefallen. Geht doch eigentlich. Ich weiß gar nicht. Zumindest sind die Verbrauchs... Werte nicht so hoch. Also bei manchen Survival-Spielen ist es ja so, dass du innerhalb von 5 Minuten direkt wieder trinken musst. Weil, ja, weil man dich halt einfach immer beschäftigt halten will mit Essen und Trinken. Und hier hält das wenigstens auch mal ein bisschen vor. Nochmal schlafen. Ja, okay, dann schlafen wir nochmal. Dann schlafen wir jetzt mal bis 6. Also quasi immer mit Unterbrechungen. Sehr schön. Na, das geht ja auch noch. 75%, genau. Junge, Junge. So, hier genau. Spiel erfolgreich gespeichert. So, jetzt warte ich noch kurz, bis die Sonne aufgegangen ist. Beziehungsweise Wasser kann ich ja jetzt auch schon holen. Ich mache einfach mal auf jetzt. Ich will mal wissen, was los ist. Oh, ach du meine Güte. Minus 75. Ah, 54. Zu machen. Frost. Gucken Sie mal, Frost. Ach du meine Güte. Warte mal ab, bis du richtig was zu tun hast. Dann ist die Zeit kostbar. Ja, kein Wunder. Wir müssen erst mal warten, bis die Sonne aufgegangen ist hier, ey. Dann erfriere ich ja komplett. So, kann ich mir hier irgendwie die Außentemperatur anzeigen lassen, dieser tollen Kapsel? Dass ich weiß, wann ich rausgehen kann und wann nicht? Oder muss ich immer testen jetzt mit meinem Körper? Wie es aussieht, muss ich das selber probieren. Rechts blinkt das Temperaturwarnsymbol. Ah, okay, nochmal zumachen wieder. Zumachen wieder, zumachen wieder. Ja, muss ich wohl warten jetzt. 8 bis 22 Uhr ist der Anzug ausgelegt. Also, okay, da müssen wir noch kurz Geduld haben. Also gibt es auch bessere Anzüge, mit denen man dann auch mal rund um die Uhr rausgehen kann? Was ist das hier eigentlich nochmal gewesen? Naja, der Presslufthammer. Und das hier ist ein Schlauch. Kann man denn auch aus dem Schlauch trinken? Also, wenn ich jetzt den Schlauch vom Brunnen hierher lege, dass ich nicht immer zum Brunnen laufen muss vielleicht. Aktuell nicht, nee, okay, gibt aktuell keine besseren Anzüge. Na gut, da muss ich wohl damit leben. So, gleich ist es 8 Uhr, dann kann ich rausgehen. Geht auch nicht, dass ich aus dem Schlauch trinke, na toll. Aber müsste man nicht irgendwas konstruieren können, wo man den Schlauch anschließen kann, um dann einen Hahn aufzudrehen, wo dann Wasser rauskommt? Du baust dir dein eigenes Labyrinth, ja, mal gucken. Jetzt muss ich erst mal schauen, dass ich hier überlebe und nicht sterbe. Einen Tank bauen und den an die Kapsel stellen. Genau, sowas ähnliches habe ich mir auch schon gedacht. Hatte ja nicht auch irgendwas gesagt, dass ich jetzt neue Blueprints freigeschaltet habe? Warte mal, Entwürfe. Was haben wir denn noch alles? Jetzt, wo ich warte. Guck mal, Lebensmittel kann ich nicht bauen. Leben auch nicht. Ich habe kein Leben. Was ist das? Pflanzeninkubator. Kleines hydroponisches Regal. Ja, das nützt mir aber nichts, wenn ich keine Korridore und keine Räume bauen kann wahrscheinlich. Luftschleusen darf ich auch nicht. Was ist denn dann als nächstes fällig? Wissen, warte mal. Entdeckte Tablets. Gebäude. 4 Wegeverbindungen. Arctur-Kapsel. Einfacher Schredder. Badezimmerkapsel. Bett. Kantine, Korridore. Ja, wie mache ich denn das alles? Wie finde ich denn das alles? Wohnkapsel, da. Der Technikbaum. Warte mal, mach mal nochmal. Kann ich nochmal zurück? Technikbaum. Wo ist denn Technikbaum? Geh nochmal raus hier. Lager. Ah, Technikbaum. Da, ja. Ich bin blind. Ich bin blind offiziell. Ich bin blind und blöd auch. Botanik. Okay. Was ist das hier? 0 von 4. Halten Sie die Technologie fest, um die Technologie freizuschalten. Hm. Grundlegende Elektrizität. Das haben wir schon, oder? Freigeschaltete Technologie, Werkstatt, Materialien. Grundlegende Materialien. Mechanik. Tja. Festhalten soll ich. Es geht aber nicht. Ich habe wahrscheinlich keine Punkte.
Du musst die Bereiche leveln, okay. Also muss ich mehr von allem bauen oder was, damit ich das level oder wie? Du musst sie ganz doll festhalten, ja, ihr merkt schon. Ah, jetzt hier, guck mal, hier habe ich ja einen Punkt, warte mal. Ach, das ist pro Segment habe ich die Punkte. Ich dachte, ich habe insgesamt welche. Wie viel brauche ich da, um das Schrein zu falten? Für manche Blueprints musste verlassene Tablets finden. Warte mal, jetzt kann ich doch rausgehen, oder? Ist doch gleich 8 Uhr. Dir fehlt eine Blaupause, die du finden musst. Sag mal, bin ich irgendwie der inkompetenteste Kolonist? Ich habe ja gar keine Ahnung von irgendwas. Außer wie ich halt Solarpaneele baue und einen Brunnen. Und alles andere muss ich erst lernen? Warum eigentlich, frage ich mich. Müsste ich das nicht eigentlich in der Grundausbildung gelernt haben, wie ich so ein paar Sachen aufbauen kann noch? Vielleicht mehr als nur Strom und Wasser. Ja, jetzt macht er Pock, 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 Pock. Ist mir jetzt aber gerade wurscht. Ich ziehe jetzt hier das Kabel raus. Ziehe das Kabel, genau. Und dann, warte. Anzug auf. Ah, okay. Batterie des Anzugs aufladen. Gucke mal, siehst du, da haben wir uns aufgeladen. Jetzt müssen wir uns noch hydratisieren erstmal. Genau, schön hydratisieren. Guck mal, jetzt ist nämlich die Kälte auch nicht mehr so ein großes Problem wahrscheinlich, wenn der Anzug auch mal Strom hat. So, da drüben ist ja jetzt diese Kolonie so. Da müsste es doch auch eigentlich was zu finden geben, oder nicht? Genau, wollte ich gerade sagen. Ich war ja schon kurz in der verlassenen Basis, aber da wusste ich da noch nicht, dass ich da Tablets suche. Das war mir ja nicht bewusst. Vielleicht ist das Spiel eine heimliche Grundausbildung. Alle, die es erfolgreich meistern, werden dann heimlich auf den Mars geschossen. Einer wird schon überleben. Vor allem heimlich. Du meinst, das ist ja schon so eine Vorselektion. Für mögliche Kandidaten einfach schon. Ich meine, hey, da bin ich doch eigentlich schon mal ganz gut dabei. Oh, warte mal, da liegt irgendwas, oder? Eine verarbeitete Nahrung, okay. Warum liegt die da einfach rum draußen im Sand? Sesam, öffne dich! Und du auch. So viele Sesams hier, die sich hier öffnen. Es muss die Sesamstraße sein. Unglaublich. Okay, warte mal. Hier sind Spinde. Was ist denn da so drin? Ganz viel nichts. Erstmal alle... Ah! Kleine Leiterplatte. Na, das nehmen wir doch gerne mit, oder? Was ist das da? Nix. Was? Kreisförmiger Lüftungsschutz. Ja, dann nimm ihn. Oder auch nicht. Keine Ahnung. Kann ich nicht nehmen. Vielleicht kann ich das zerlegen. Und noch eine Leiterplatte. Saubier. So, warte mal jetzt hier. Hier soll irgendwo ein Tablet jetzt liegen. Jetzt müssen wir mal dieses Tablet suchen. Hier sind Stiefel. Ist es das hier vielleicht? Ah. Große Leiterplatte. Alter Schwede, guckt euch diese große Leiterplatte an. Das ist mal eine ordentliche Leiterplatte. So, warte mal hier. Was ist das hier? Kabel? Das kann man nicht benutzen. Ah, warte, hier ist was? Öffnen. Hm. Kann man da vielleicht eine Platine einsetzen? Das sieht ja fast ein bisschen aus wie... wie so ein Feld, wo man was einsetzen kann. Ich gehe mal hier hoch. Ah, das ist so ein Tablet. Kann das sein? Ich habe keine Ahnung. Ich nehme es einfach mal mit. Bücher. Autodesk 3D Studio Max für Dummies. Ha, ich habe auch mit 3D Studio Max damals angefangen bei der Ausbildung. Mit, als es um 3D-Modellierung und so ging. Hervorragend. Geil, geil. Contemporary Artist. Und da ist noch irgendwas drunter. Draw. Kann ich nicht lesen, ist zu dunkel. So, warte. Ne, hier sowas brauchen wir, wa? Verlassenes Tablet. Aufgegriffen, verlassenes Tablet. So, warte mal, ist es jetzt... Habe ich das jetzt? Verlassenes Tablet, was können wir damit machen? Verwenden. Aha. Entdecke Tablets. Ein Fahrzeug mit 4 Rädern, ausreichendem Antrieb und Manövrierfähigkeit, um Entfernungen über die sandige und felsige Wildnis des Mars effizient zurückzulegen. Das Fahrzeugdesign basiert auf Berichten über den Einsatz von Rovern auf Planeten. Aha. Und nu? Ist anscheinend... Ja, habe ich das jetzt bekommen oder wie muss ich das jetzt verstehen? Warte mal. Techbaum.
Elektrizität, Materialien, Mechanik. Lötlampe. Das muss jetzt wahrscheinlich, ist jetzt ein Reiter oder so, der da jetzt wahrscheinlich irgendwo dazugekommen ist oder was. Ja, ganz ehrlich, das müsste Sinn sein, auch ein bisschen besser erklären müssen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe keine Ahnung, was ich da machen soll. Was ist das hier? Ein Schlepptop. Überwachen, was? Scheint wohl nichts zu bringen. Was ist hier? Irgendwelche Flaschen, die ich nicht nehmen kann. Ein Feuerlöscher. Gut zu wissen, dass da einer ist. Na schön, dann lass mal rausgehen. Oder ist hier noch was? Warte mal, hier ist ja noch ein Durchgang. Da ist auch noch eine Luftschleuse nach außen, oder? Kann man das alte Hub mit Strom und Wasser versorgen? Das frage ich mich ehrlich gesagt auch gerade. Das müsste doch eigentlich gehen, oder? Da müssen wir mal gucken, ob da ein Anschluss irgendwo ist. Ich weiß halt nicht, ob das sinnvoll ist. Weil man weiß ja nicht mal, ob das dicht ist. Ah! Also das ist natürlich hier. Warte mal, warte mal, warte mal. Das ist doch eine kaputte Platine hier, oder nicht? Guck mal. Kleine Leiterplatte. So, warte mal, jetzt muss ich mal gucken. Kann ich das Ding wieder herrichten, das Quad? Das wäre ja schon mal was. Guck mal, hier siehst du, die Leiterplatte ist hinüber. Dann nehme ich die jetzt einfach mal. Genau, dann nehme ich jetzt die neue Leiterplatte. Pass mal auf. Meine erste richtig geile MacGyver-Aktion hier. Yes, guck mal. Dann machen wir dazu. Und jetzt kann ich das Teil benutzen, oder? Oh ja. Yeah. Es funzt. Ich habe... Nice, meine lieben Freunde, ich habe ein Fahrzeug klar gemacht. Sauber, da spielt gleich die Musik auf. Nice. Durchgespielt, aber sowas von. Als nächstes baue ich mir aus dem Kaugummi eine Bombe. Ach nee, warte, ich habe ja schon die Raketen hier von der Firma. Das sind ja schon Bomben. Fliegende, da brauche ich ja keine bauen. So, jetzt fahre ich einfach mal nach da hinten, oder? Wie schnell geht denn die Batterie leer eigentlich? Ah, das geht, guck mal, das können wir machen. Und das Wetter ist auch gerade gut. Minus 9 Grad, das ist ja... Da kann man sich ja fast schon in die Sonne legen auf dem Mars bei minus 9 Grad. Nicht schlecht. Auto fahren. Nee, das ist nicht ein, kein Auto, das ist hier ein Quad. Das ist das Quad, was man auch auf dem Titel gesehen hat. Nice. Ein Mars-Moped, genau. Beim auf dem Mars ist ja die Schwerkraft geringer. Das heißt, wenn man über so eine Düne richtig mit Affenzahn fährt, dann fliegt man ja viel höher als auf der Erde tatsächlich. Also, was heißt viel höher? Also, man fliegt halt ein Stück weiter auf jeden Fall. Man hüpft ja auch höher auf dem Mars. Und die ganze Ausrüstung wäre da auch leichter. Der Mars macht mobil, genau. Wie viel Batterie haben wir noch? 87%. Ja, guck mal, das kann man doch so machen. Warte mal, jetzt muss ich Differential sperren und Lichter kann man auch anmachen. Wie kann ich jetzt hier raus? Wie kann ich jetzt absteigen? Ah, rechte Maustaste, okay. Kriegt man alles irgendwie hin. Sehr schön. Hier oben gibt es bestimmt wieder ein Tablet. Hier haben wir doch bestimmt auch wieder was drin, oder? Ah, ne, guck mal, die haben ihre Platinen mitgenommen offensichtlich. Kann ich alles nicht nehmen, offensichtlich. Ist alles irgendwie... Kann man alles irgendwie bewegen und anfassen, aber kann ich nicht nehmen. Das kann ich nehmen. Nee, gibt hier kein Tablet. Oder ich bin blind. Kann man hier irgendwas noch aufmachen? Glaub nicht. Uiuiui, Vorsicht. Ich weiß nicht, wie viel Schallfaden, Fallschaden ich hier krieg. Warte mal, ist das hier? Platine? Nee, MRE hier in Einmannpackung ist es. Die Schränke oben. Was, wo sind oben Schränke? Bin zu beschränkt, um die Schränke zu sehen anscheinend. Ach, da. Gut aufgepasst. Bin wirklich zu beschränkt. Nichts. Da. Ihr seid solche Raketenwissenschaftler, meine lieben Freunde. Verlassenes Tablet. Na, mal gucken, was ist denn da jetzt bei rausgekommen?
Ne, warte halt, da muss ich hier Inventar und dann verwenden. Da ist es. Verwenden. Werkstattdrucker. Ah, Moment, das sollten wir doch. Sollten wir das nicht? War das nicht das? Moment, ich glaube, das war das. Im Technikbaum hier, warte. Hier. Werkstatt, genau. Aber den habe ich jetzt nämlich gefunden. Der hat nämlich noch gefehlt. Aber ich kann ihn nicht freischalten, weil ich nicht genug Punkte habe. Okay, da muss ich mehr bauen jetzt anscheinend. Aber dann habe ich immerhin jetzt schon mal das Tablet gefunden, was mir den Fortschritt verwehrt hat. Alles klar. Hier ist noch mein Helm. Immer guten Ersatzhelm auch zu haben, ne? Du brauchst auch Punkte. Ja, kriege ich die auch fürs Zerlegen eigentlich? Weil dann könnte ich doch mal versuchen, die Stationen hier zu verlegen, zu zerlegen einfach. Braucht da bestimmt auch massenhaft Baumaterial. Wäre doch irgendwie logisch, wenn man das aus den alten Teilen rauskriegen könnte irgendwie. Das Quatsch sieht aber auch nicht gerade vertrauenserweckend aus, ey. Wenn ich das mal sagen darf. So leicht kaputt, Schnick. Aber links der Balken sieht noch gut aus eigentlich. Nur Bau zählt, okay. Zwischendurch mal den Helm wechseln, genau. Ich muss mal meinen Sauerstoff wieder auffüllen, schnell. Bevor die Sonne wieder weg ist. Hydratisierung sieht gut aus. Vorsicht, vielleicht ein bisschen langsamer bei solchen Stellen hier fahren. Bauen, abreißen und wieder bauen. Naja, ich würde mal davon ausgehen, wir brauchen sowieso mehr als einen Brunnen. Wir brauchen bestimmt auch mehr als ein Solarpanel. Wenn wir wirklich eine Basis komplett versorgen wollen, brauchen wir bestimmt mehr von allem. Das heißt, ich muss sowieso erstmal ranklotzen. Abreißen können wir später dann immer noch, wenn was zu viel ist. Ich glaube, auf dem Mars kannst du nicht genug Paneele und Wasserförderer und so haben, du. Was ist denn das da hinten eigentlich? Das links da, das interessiert mich eigentlich viel mehr, was das da hinten für eine Struktur ist am Horizont. Aber es ist ganz schön weit weg. Warte mal, ich fahre ja hier gerade an meinem Zeug vorbei. Moment. Halten Sie mal an. Steigen Sie mal ab. So, jetzt hier. Jetzt lade ich mich erstmal selber auf. Recharge, siehst du? Dann mal Wasser aufladen. So, wo hatte ich jetzt den Sauerstoff nochmal gemacht? Das war doch hier auch irgendwo dran. Hier, war das nicht hier? Nee, Moment, das war hier oben am Display. Hier ist das Display, oder? Ja? Hier, Fill Oxygen Tank. Keine Flasche zum Füllen. Kein Plan. Aber gut, ich kann das ja auch an meinem Raumschiff auffüllen, theoretisch. Sauerstoff in der Kapsel, ja. O2 ist 50% jetzt schon. Muss ich ein bisschen aufpassen. Guck mal, jetzt sind schon 5 Grad draußen. Das ist ja sommerlich, ey. Nicht schlecht. Der Brunnen macht so nur Wasser, okay. Wie er die Kapsel links liegen lässt und der Stecker im Schlamm liegt. Oh ja, stimmt, der Stecker liegt im Schlamm. Ich glaube, ich brauche mal noch eine zweite Solarpanel. Dann kann ich nämlich vielleicht, wenn ich mir noch ein zweites Kabel mache, kann ich mir dann den Trike an aufladen noch und habe dann für mich selber auch noch mal eins zum Aufladen. Ich sag ja, ich brauche erstmal ganz viel Zeug von allem wahrscheinlich. So, warte, jetzt stopft sich erstmal wieder die Kapsel an. Dann hat die schon mal Strom jetzt. Auch achte auf die Platinen, die sind am Anfang begrenzt. Brauchst erstmal das Nötigste. Sicherstellen, dass du Nahrung anbauen kannst. Du hast noch 500 Meter Kabel im Inventar. Nice. Nach 500 Metern links abbiegen. Warte, jetzt muss ich erstmal meinen Sauerstoff wieder auffüllen hier. Sauerstoffflasche füllen. Keine Flasche zum Füllen. Was? Warum? Oder muss ich das da irgendwo noch einsetzen? Da vielleicht, oder? Kann das sein? Ich muss mal gucken, was habe ich im Inventar? Ich habe eine O2 und eine CO2 Flasche. Muss ich nicht auch das CO2 irgendwann auch mal ausleeren irgendwie? War das nicht irgendwie so? Mach mal die Tür zu. Erst im Inventar tauschen. Wie im Inventar tauschen. Also rausnehmen aus dem Inventar. Da muss ich schon einen Helm abnehmen oder nicht. Ist jetzt hier Sauerstoff außerhalb? Externer O2. Ich glaube ja, guck mal, warte mal. Jetzt kann ich erstmal meinen Helm abnehmen.
Du kannst doch die Flasche aus dem Inventar in deinen Anzug legen. Ja, Moment, jetzt muss ich das erstmal. Ach so, ja, da stimmt. Ja, ja, da, ich, ja, ja, ich bin blöd. Ich habe ja da eine, die leer. Genau, ja, 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 ja. Jetzt habe ich es verstanden. Manchmal fällt der Groschen halt langsam. Ich bin heute auch ein bisschen durch, muss ich zugeben. Ich konnte heute Nacht nicht so gut schlafen. Also nicht nur im Spiel, sondern auch in der Realität. Ich wollte irgendwie nicht einschlafen. Keine Ahnung, es war irgendwie komisch. Egal. So. Ah, da ist sie jetzt. Guck mal, jetzt aufgefüllt. Siehste, da haben wir noch alles. Und an dieser Stelle endet diese Folge Occupy Mars. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut gerne in die anderen Videos rein, die hier an dieser Stelle verlinkt sind. Oder abonniert gerne meinen Kanal und aktiviert die BR-Nachrichtigungen, damit ihr kein Video mehr verpasst. Denn es kommen täglich Videos, nicht nur zu Occupy Mars, sondern auch zu anderen Projekten und Let's Plays. Und ihr könnt auch gerne im Epic Store mit meinem Creator-Tag Spielbär mit AE Spiele kaufen. Da wird es für euch nicht teurer, aber ihr unterstützt mich damit mit einem prozentualen Anteil am Kaufpreis. Und das ist eine sehr coole Möglichkeit, den Kanal zu unterstützen. Vielen lieben Dank, wenn ihr das schon gemacht haben solltet, und dann sehen wir uns gerne wieder im nächsten Video. Bis dann, ciao, ciao!